Jeder siebte Schweizer hat Erfahrung mit Cannabis. Das sind rund 950.000 Personen. Seit diesem Jahr gibt es mindestens einen Konsumenten mehr. Unserem Bundesrat. Alois Mummetal. Geehrte Lehrerschaft, liebe Schülerinnen. Winston Davids Figur ausgraben. Den Schulhäusern Mief zimmern. Viele verboten, Kiffen verboten. Es stinkt nach Jugend. Wir bringen es Ihnen mal fertig, dass vor dem Bundeshaus nicht geteilt wird. Das wird sich ändern. 25 für 200. Okay. Wir müssen das Erscheinungsbild für unseren Bundesrat neu definieren. Verdammt, morgen früh und schon so verlaten. Sie doch kleiner können schreiben. Was heisst das? Hast du etwas mit den Augen? Wir haben einen Termin beim Augenarzt, morgen um 15:30. Es tut mir leid, Wiesi, aber du hast ein Weitwinkelglaukom. Grüner Star. Wenn wir nichts unternehmen, wirst du blind. Blind? Es gibt nur als Heilmittel. Cannabis. Partei. Fraktion. Schweizer Volk! Zuerst müssen sie das Rauchen verbieten und dann das Kiffen legalisieren. Ein Bundesrat, der kifft, ist völlig undenkbar. Aber ein Bundesrat, der blind ist, schon. Hey, ja, wir stutzen 25 Gramm. Hey, das ist der beste Shit, was es gibt. Gonna get nasty. Ich nehme ein Medikament. Und zwar genau so lange, bis ich operiert werde. Ja, wenn du das Medikament jetzt mit dem Bon injiziert, ist die Wirkung noch viel gesünder. Ich bin wirklich. Das ist wie beim Velofahren. Ja. Du hast mir im richtigen Moment die Augen aufgemacht. Ich würde mich gerne bedanken. So gut. Eine Frage. Jetzt ist fertig.